Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Letzte Mal waren wir bei diesem Lager hier angekommen und davor haben wir auch eine Quest gemacht. Was haben wir gemacht? Achso, da wurden wir bespitzelt von so einem Spitzel und so eine Gang war bei uns und die hat gesagt, der Spitzel soll hier aufpassen auf mich, dass ich keinen Scheiß mache und ich habe denen gesagt, geht mal nach Rattai. Da ist der, wie heißt er nochmal? Stinker, genau, da ist der Stinker. Der ist wirklich so mit Nickname. Und dann sind die da losgegangen und haben gesagt, hier, der Spitzel passt auf dich auf. Aber den Spitzel, den habe ich natürlich dann umgebracht, ne? Der liegt da hinten auch irgendwo. Also nicht in dem Lager, in dem Camp hier, ein bisschen weiter weg. Gucken wir mal, was wir machen sollen. Wir sollen da in dem Wald mal nachschauen. Das werden wir machen. Was ist denn hier? Achso. Ja, da müssen wir auch noch irgendwie, ne, runterkommen. Also da waren wir ja, aber da haben wir irgendwie keine Relikte gefunden. Das werden wir aber noch machen auch. Das ist so eine Sidequest. Hier ist das Holzfällerlager. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Der ist aber ganz schön extrem langsam da am Vorbeilaufen. Warum das denn? Weil ich nicht auf dem Pferd drauf bin oder was? Kann ja nicht wahr sein, dass der jetzt da so jetzt... Jetzt geht das wie hier flutsch da. Ob da irgendwas stecken geblieben ist, ne, auf der Schiene, wo der drauf rumgleist. Haben sie aber auch schön gemacht da, wie so ein kleines Spielfigürchen, ne. So. Wie viel Uhr haben wir? Ich will nicht unbedingt dahin, wenn es dunkel ist, wobei es ja eigentlich auch gut ist, ne, wenn es dunkel ist, weil... Dann könnte ich gucken, wo die sind, aber das machen wir jetzt einfach. Wir reiten jetzt mal dahin. Das wird jetzt bestimmt spannend. Ja. So, aufpassen. Ne? Letztes Mal bin ich so schnell geritten, dass ich vom Pferd gefallen bin. Und dann lag ich da auf dem Rücken. Gut, dass er sich nicht wehgetan hat, oder? Ich habe mich wieder erholt. Ich weiß es nicht genau. Oh, ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Ey. Ich habe so einen trockenen Mund. Moment. So. Wir sollen ja unauffällig bespitzeln, ne? Der Typ hat ja gesagt, hier mach kein Risiko, geh kein Risiko ein. Sag einfach, was da los ist und komm dann zurück, dann schlachten wir die ab sozusagen. Da ist das Lager. Ich geh wieder zurück. Das war schon genug an Gefahr. Ach, so meine Güte. Dabei sahen die ganz normal und friedlich aus, ne? Aber ich reite jetzt wieder zurück. Ich hoffe nicht, dass die auch böse sind hier neben mir. Die sind aber ganz schön nah dran, ne, an Teilenberg. Gucken wir mal. Wo soll ich jetzt hin? Was stand denn da? Jetzt habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, ich soll einfach wieder zurück, ne? Und den berichten. Wieso kann ich denn hier nicht den Schnellreise-Button machen? Da ist mein Cursor.
Gut, dann reiten wir da mal lang und hoffen, dass uns da keiner aufhält, ne? Aber da war ja eigentlich safe, oder? Der Weg hier. Hier war eigentlich nichts, auch wenn hier so ein bisschen Blut verschmiert auf der Karte ist. Da ist auch so ein Lager, ne? Ich glaube, die sind ja überall in den Lagern versteckt, die Kumanen. Die Bösewichte. Genau, da lang. Gehen jetzt einfach zu dem und erzählen dem mal vom Lager. Wir haben es ja gesehen. Ja. Vor Ja. Sonnenuntergang haben wir Ja. das noch gesehen. Ja. Jetzt darüber springen. Komm. Ja, Ja. Bebels. Und ja. Ja, Bebels. Ja. Komm, und auch. Bebels. Wow. Jetzt steckst du fest, Pebbles, oder was? Nee. Komm. Kannst du nicht darüber springen, Pebbles? Kein Ding, kein Ding. Dann gehen wir halt außen rum. Das macht ja nichts. So, jetzt gucken wir mal. Hasenfleisch muss ich auch da mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wer das Hasenfleisch eigentlich haben wollte. Wo ist denn jetzt hier der Typ, mit dem ich reden muss? Wer ist er nochmal? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall muss er hier sein, irgendwo. Die pennen alle hier rum. Hä? Wieso pennen die denn alle? Das ist ja verrückt, ne? Da ist er. Gott segne dich. Was betrübt dich? Mach's gut. Die Ratteier-Turniere beginnen auch wieder. Ich soll gar nicht hier sein. Also das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Das verwirrt mich jetzt wirklich ein bisschen, ne? Das ist sehr, sehr komisch. Muss ich mal gerade gucken. Auf meinen Questlog. Begib dich zur Wegkreuzung mit der verfallenen Hütte. Also soll ich da doch noch rumlaufen? Oder was? Mit der Wegkreuzung zur verfallenen Hütte. Und hier ist ja das ganz böse Lager, ne? Da war ich ja mal zufällig einfach so. Warte, ich lese noch mal genauer. Nehmen sich die Banditen verkrochen haben, die über Neuhof hergefallen sind. Ich muss so viel wie möglich über das Lager in Erfahrung bringen und bei Gelegenheit Sabotage betreiben. Und spüre das Banditenlager auf. Begib dich zur Wegkreuzung. Ja, das werde ich dann machen, aber erstmal werde ich dann nach Rattay gehen und das Turnier mitmachen, ne? Also, da gibt's ja jetzt keinen Weg zurück. Das ist aber ganz schön weit weg auch, ne? Aber das werden wir so machen und Theresa werden wir auch mal wieder besuchen. Da waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Mal sehen, ob jetzt da ein paar Leute kommen und angreifen wollen. Meine Güte, das ist aber auch ein riesengroßes Spiel, ne? Was da alles zu machen gibt.
Das ist sehr verrückt. Also ich will noch ein bisschen Turnier machen und dann noch da dieses Schwerttraining. Und dann werde ich da auskundschaften. Eine Leiche. Es riecht nach Ärger. Meiden. Das war 50% Chance, dass ich da weggehen konnte. Krass, das ist das schon sehr spät. Und jetzt gehe ich hier durch so ein Gebiet, was hier auch noch nicht richtig aufgedeckt ist. Scheiße, Mitternacht. Ignorieren. Das kennen wir ja schon mit Pilgerern und so. Da stand da, der sieht harmlos aus und so. Dann habe ich mir die angeguckt. Da habe ich mir den angeguckt, den Pilgerer. Da hat er mich angegriffen mit der Lanze. Zum Glück habe ich den niedergesäbelt. Das ist dunkel, ne? Wenn man keine Fackel hat. Das ist dann schon sehr dunkel und auch ein bisschen creepy, muss man schon sagen. Gehe ich mal hier pennen, damit die Nacht vorbei ist und damit er auch ein bisschen Kraft tankt, ne? Der hat ja jetzt bestimmt ein bisschen, genau, ein bisschen Energie ist jetzt weg dadurch das Rumgereise. Oh, 7. Dann gehen wir mal zu dem Turnierman und schauen uns das Ganze an. Dim, 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 dim. 2 Stunden, 1 Stunde. Komfort ist richtig scheiße, weil das so hart ist, der Boden. Und knabbern kann er auch bald mal. Dann gehen wir jetzt mal dahin und melden uns an bei dem Turnier. Genug Geld haben wir ja bestimmt auch und die Rüstung können wir doch jetzt bestimmt auch schon anziehen, oder? Die ist doch bestimmt gar nicht mehr als geklaut deklariert, würde ich mal behaupten. Immer noch. Das ist ja verrückt. Was ist das denn? Die sind schlechter als meine, ne? Aber haben nur mehr Charisma. Weil die cooler aussehen hier da, diese Ellenbogendinger. Das bringt aber nicht mehr Rüstung, leider. Dreckig ist er auch bis zum Get-No. Mensch, ist das regnerisch heute hier in Rattay. Gucken wir mal, ob man sich hier anmelden kann. Guck mal, der hat auch hier Angst vom Regen. Was ist hier los, Leute? Warum rennt ihr alle so? Weil die Schicht zu Ende ist, ne? Feierabend machen. Guten Tag, wie kann ich helfen? Guten Tag. Alles gut. Wollte nur gucken, ob man da irgendwas neu reden kann mit dem. Ja, die Leute kommen schon und versammeln sich. Aber der Anmeldemeister ist noch nicht da. Und hier kommen die. Der schwarze Peter, krass. Und das sind die Leute, die da mitmachen. Aber hier ist doch gar keiner. Hier muss eigentlich der Typ stehen, wo ich mich anmelde. Krass, die machen sich schon bereit. Schön mitmachen. Und der geht auch schon da oben zu gucken. Der guckt dann da oben zu.
Aber der Typ ist noch nicht da. Ich will hier auch nicht vorspulen. Wo ist der Typi? Ist noch nicht 8. Bestimmt um 8 ist er da, ne? Ja, nicht, dass ich das dann verpasse. Das Turnier. Da ist er. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Möchte da teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind das pro Wettstreiter 60 Groschen. Sicher? Hier, bitte. Ja. Das schreibe ich mir auf. Heinrich, sagst du? Und ich muss wissen, welch... Mit dem Langschwert. Das Langschwert. Gut, mach dich bereit. Gott behüte dich. Ich muss noch einmal gewinnen hier. Es kann nicht sein, dass ich immer verliere gegen die... Den hiesigen Kampfplatz betritt nun... Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und auf ihn trifft Oldig Freier, Waffenknecht aus der Garnison von Herrn Dirisch von Talmberg. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Ja, gut. Die Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Los. Alter, pass auf, Heinrich. Kannst du nicht mehr? Komm, fix. Verdammt. Ja. Ja. Oh, oh. Ah, schade. Wenigstens einmal besiegen, Alter. Alter! Der hat mir mal eine Combo gegeben. Ja, hab ich gewonnen? Die erste Kampfrunde ist beendet und der Sieger ist... Heinrich aus... Ja! Krass! Alter, das war knapp, ey. Jetzt damit kann ich gar nicht kämpfen. Für den nächsten Kampf zu wählen. Uns erwartet ein harter Kampf mit Axt und Schild. Das wird ja was. Komm und hol's dir. Yeah.
Leck mich doch! Alter, der ist voll tough, der Wichser, der hat mich besiegt. Der Sieger des zweiten Kampfes steht fest. Mist. Es ist Oldig Freier. So ein Freier. Unentschieden, jetzt kommt der finale Kampf. Herr Hanusch, Gott segne ihn, hat die Waffen für den dritten Kampf gewählt. So wie das Gleiche. Unsere Recken kämpfen mit Jagdschwertern. Gerade konzentrieren, Leute. Deswegen kann ich kein Gameplay machen mit meinem Gesicht, weil das sieht jetzt sehr crazy aus. Ich habe gewonnen, wa? Mit dem zweiten Sieg nach Krass. Dem dritten Kampf ist der Sieger dieser Runde Heinrich aus Galitz. Ja. Da er diese Runde für sich entscheiden konnte, erreicht er die nächste Runde. Ja. Runde beweist seinen Mut Stefan aus Dvorec, Speerträger aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und ihm steht gegenüber Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Beide von Ratzig Kobilla. Willkommen. Du bist nur eine Kopie von mir. Keiner heißt uns willkommen. Alles ist Stille. Bereit. Wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Ja, los. Alter, Hurensohn. Alter, da hat er so einen Move gemacht. Verflucht!
Alter! So eine Sau! Boah, der ist ganz schön stark, der Wichser. Keine Lust mehr. Der muss sich erholen. Was für ein Kampf, Alter. Das wird ganz knapp. Jetzt habe ich schon verloren oder was? Alter. Ah, jetzt hat er mich. Verdammt. Meine Güte. Missgeburt, Stefan aus Doritz. Aus Doritz. So, wir haben mal lange Kämpfe, ne? Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Schade, dass man das nicht weiter drücken kann. Oder doch, ich hab jetzt weiter gedrückt. Verdammt. Alter. Alter, ich bin tot. Das hat er überschnell gemacht. Pisser. Egal, wir haben wenigstens einen Kampf gewonnen. In dieser Runde hat er seine Kampffertigkeiten unter Beweis gestellt. Und erreicht die nächste Runde des Rataya-Turniers. Krass, ich sterbe voll hier. Wieder aufgefüllt alles. Hochverehrte und vornehme Leute, Freunde und Nachbarn, willkommen zum berühmten Turnier. Schade. Ratai, einem Turnier, dem die tapfersten Recken. Wildschweinhaut, habe ich nicht noch in der Tasche vom Pferd Wildschweinhaut? Wo ist denn hier? Hundehaut, Pferdeleder. Nö. Nehmen wir mal die Schilder mit und verkaufen die. Damit wir erstmal wieder das Geld haben. Damit wir das Geld wieder drin haben. So. Ich kann ja auch mein Schild nehmen, ne? Aber was ich mich frage ist ja, ich habe ja ein Langschwert. Ob das jetzt so sinnvoll ist mit einem Langschwert und einem Schild, das habe ich ja schon mal versucht. Und da haben die mich völlig zusammengeschlagen mit dem Schild. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Bin ich hier wieder voll beladen. Kann ich nicht hier das lernen mit dem Hund, ey? Ey, Jung. Gott sei mit dir. Kannst du mir mit... Selbstverständlich. Guck, da ist auch nicht dabei, der Anfang. Wieso denn? Über die Grund- Willst du nicht? Ja, wo kriegt man die denn? Ich denke, da... Gibt es hier Zufälle? Kommt drauf an. Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Perfekt. Hä? Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn?
weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Das sollte ich hinbekommen. Ich höre zu, du. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern in Käfigen, besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Also, wenn euch das interessiert, wie es weitergeht, dann schaltet ein beim nächsten Mal, wenn es heißt Kingdom Come Deliverance.